Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und Montag gibt es auch ein Video. Da werden wir über Sims 4 nachhaltig leben reden. Es ist sehr wichtig, dass wir darüber reden. Ich möchte es sehr dringend tun. Und Montag ist da der erste Termin, wo ich Zeit dafür habe. Haltet da auf jeden Fall rein. Ich meine, es ist ein zusätzliches Video. Da muss man sich doch freuen, oder? Haha. Und wenn ihr euch irgendwie denkt, ich benehme mich komisch oder so, dann liegt es daran. Prost. Alles klar, wir sind jetzt im Spiel. Sie ist schwanger. Vielleicht kriegen wir diese Folge noch ein Kind. Sieht sogar ganz gut aus, würde ich behaupten. Ah, oh, besser fühlen, wegen Erholung von Körperunsicherheit. Oh, das ist voll cool. I love it. Ich bin immer noch auf dieser ersten Version, weil immer noch keine Übersetzung für die Updates rauskam, wo ich mir denke so, was ist denn euer Problem? Updatet das doch einfach. Er hat noch gar keine Fähigkeiten, aber es ist auch Samstag, das ist okay. Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Er ist schon direkt dabei, hier schön seine Kommunikationsfähigkeit zu leveln. We love intelligent toddlers. Oh ja. Bald ist schon wieder Erntefest. Hardcore. Aber wir haben Post bekommen. Habe ich gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Hier ist noch ein Samenpaket. Tschüss. Wir brauchen gar kein Geld, aber egal. Oh, ich habe gesagt, wir brauchen kein Geld. Die beiden sind auf jeden Fall auch schön brav. I love you. Muah. Dennis Kim. Wir können uns ja einfach mal an den ran machen, oder? I mean, es spricht doch nichts dagegen. Ich meine, wir kriegen bald neue Kinder. Dann ist... Also man braucht dann ja schon wieder Nachschub so. Und das... Also... Ne? Dann müssen wir den am Ende nur einladen halt. Für ein neues Kiddo. Und das ist... Also easy life. Ersten Kuss erleben. What the fuck? Das ist die erste Interaktion, die ihm angezeigt wird. Also so schnell ging es jetzt wirklich noch nie. Außer er erwidert jetzt nicht. Aber komm. Wer würde bei ihr nicht Nein sagen? Ich sag's ja. Gut. Also wenn das so ist, schon wieder Post. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall, ich krieg bald mein Kind und dann kannst du mir ein neues machen. Wie wär's? Ich brauch kein Geld, hör auf. Das nenne ich mal Family Life. Er könnte eigentlich so ein Dingens machen, oder? So ein Projekt. I mean... Dann kann er vielleicht schneller älter werden. Ist doch eigentlich cool, oder? Ich finde es übrigens nicht gut, dass die alle nur Mentalfähigkeit steigern. Außer das ist für Kreativität. Was ist mit Sozial und Motorik? So, warum gibt es dafür nichts? Also, das finde ich irgendwie dumm. Sie hat da gerade ein Stück Torte genommen. Will sie mich verarschen? Oh, Mädel. Was ist eigentlich dein Problem? Dann isst es bitte auch. Dann müssen wir schon wieder einen neuen Kuchen machen, wenn jemand Geburtstag hat. Oh Mann, also beziehungsweise noch sind da ja Kerzen drauf. Also sollten sie. Ah ne, da waren schon keine mehr drauf, okay. Aber trotzdem. Oh mein Gott, ich habe mich gerade voll erschrocken, warum auf einmal die Hygiene so gesunken ist. Und er hat sich eingenässt im Schlaf. Das ist von Slice of Life wahrscheinlich, aber das kam jetzt unerwartet. Er kann mal eben duschen gehen und dann kann er wieder. Das ist voll geil. So, wir könnten es auf jeden Fall noch hinkriegen, dass sie ihr Kind kriegt. Deine Bindung ist ein Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Es könnte aber knapp werden. Weil oft ist es ja dann so, dass sie noch einen Tag brauchen. Und ja, ich weiß nicht, ob das noch mit meiner Aufnahmezeit vereinbar ist. Ich glaube, da muss jemand gebadet werden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, er muss dann auch später mal. Ja. Ist das Bad jetzt... braun, weil das Kind so dreckig ist. Übrigens, ich hab mir bei ihm einfach mal gedacht, dass ich ihm dieses T-Shirt gebe, weil, warum eigentlich nicht? Wir haben ja auch unsere schöne Flagge hier hängen, deswegen supporten wir alles und ja, deswegen dachte ich, nehmen wir auch einfach mein queeres Kind, weil warum nicht? Die Haut ist der beste Teil. Was? Jetzt ist ihr schlecht davon. Wie ehrlich, ich will es aus meinem Gehirn löschen. Das Bild, das mit dieser Nachricht gesendet wurde, war verstörend. What the fuck? Vergiss nicht, Zeit für mich frei zu machen. Okay, du bist unser Kind. Also es wäre nett, wenn man... Oh mein Gott. Apropos Kind. Ich bin bereit fürs Kind, ja. Hallo Krankenhaus, ich bin hier in meinem schönen Bikini und bekomme gerade mein Kind.
Hi. What up in the club? Über Grillkäse reden. Das mache ich auch immer, wenn ich in den Wehen bin. Weil das auch so häufig der Fall ist. Man kennt's. Also wenn es ein Junge ist, dann geht's mit S weiter. Und wenn es Mädchen sind, dann nehmen wir jetzt ja random Namen. Wir haben gerade nur Jungen im Haushalt. Können wir darüber reden? Sonst sind es uns immer Mädchen im Überfluss gewesen. Und jetzt auf einmal sind wir Jungs im Überfluss irgendwie gefühlt. Aber also es sind immer noch mehr Mädchen. Deswegen, wir können ruhig die Jungen noch als Alphabet durchnehmen. Und ja, sie so, ich gehe erstmal Hände waschen, weil Hygienemaßnahmen, dass sie in dem Outfit immer ihr Make-up wieder auspackt, was sie ganz am Anfang hatte. Also ich finde es irgendwie cool, aber irgendwie passt es nicht so genau. Also nicht zu dem Moment, würde ich jetzt behaupten. Aber da sieht man halt, dass sie immer noch genau dieselbe ist und das ist halt so schön. Ich liebe sie. Hello. Ein Junge, tatsächlich. Wir nennen ihn Samuel. Und noch ein Junge. Ich sag ja, wir nehmen das ganze Alphabet hier direkt durch. Mein Browser auf meinem Handy spackt zurzeit voll rum, weil ich nehme halt immer aus dem Internet irgendwelche Namen. Und, also wenn mir nichts direkt einfällt. Und, ja, mein Browser auf dem Handy, also ich hatte das schon gestern Abend, das da, die ganze Zeit, das die ganze Zeit laden will. Aber egal, ob ich mit mobilen Daten, WLAN oder was auch immer mache, es funktioniert nichts. Und ich so, warum? Aber wenn ich das über die direkte Google-App mache, dann lädt es immer direkt, wo ich mir denke, okay, was soll das? Kind heißt auf jeden Fall Theo. So, wir haben wieder Zwillinge bekommen anscheinend. Zumindest sieht es so aus. Ja. Wir sind bei 46 Kindern, noch 4 Kinder. Und unsere süße Melody hat dann Geburtstag. Oh mein Gott. Können wir darüber reden, dass das hier auch schon seit über einem Jahr läuft, so? Also, ist schon hardcore, oder? Also, es hat sich viel getan im Leben. Warum ist sie denn jetzt im Element? Wegen Persönlichkeitstyp, okay, ich dachte schon so, sie kriegt Kinder im Element. Also, es passt ganz gut, weil Kinder sind ihr Element einfach. Ich habe dieses Spiel durchgespielt einfach. LOL! Du wurdest eingeladen. Warum? Für was? Moment, es ist wichtig. Slice of Life. Party-Einladung. Hä, ich dachte, ich wurde eingeladen. Hä, da ist nichts. Hilfe. Ich find's gemein. Oh, wir müssen noch Tampon wechseln, weil sie jetzt ja ihr Kind gekriegt hat. Oh je, Mine. Und bitte zieh dich um. Es ist wichtig. Sehr schön zu wissen, dass die Kinder direkt jetzt immer hier sind und nicht erst umgestellt werden müssen. Muah. Familientreff auf dem Klo oder was ist hier los? Wieso? Theo hat großen Hunger. Er schläft. Oh Mann, ey. Ich finde es auch schön, dass die Kinder so hier gelandet sind, dass da schön ein Platz zwischen ist, weil sonst streiten die sich noch oder so. Man kennt's. Die Babys, die sind nämlich schon sehr krass in Sims 4. Die interagieren mit allem. Die haben richtig krasses Gameplay einfach. Oh ja. Bitte macht ein Baby-Overhaul. Danke, tschüss. Wir können jetzt gerade nur ein Kind kriegen, deswegen würde ich gern warten, bis wir den alten Mann einladen, bis wir halt wieder jemanden rauswerfen können, weil zwei Kinder zu kriegen auf einmal wäre halt schon schöner als nur eins. Deswegen, ja, warten wir halt noch einen Tag, weil ich denke, dass er halt direkt, also halt Montag direkt höher werden könnte, wenn er hart arbeitet. Ja, wenn nicht, dann verkackt, würde ich mal sagen. Es kommt die ganze Zeit dieser Sound, dass irgendwas kaputt gegangen ist, aber irgendwie ist nichts kaputt und das verwirrt mich. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass ich mehr geredet habe als sonst. Deswegen könnte es sein, dass der Part länger ist als sonst, was natürlich irgendwie cool ist auch, weil in letzter Zeit war ja immer sehr, sehr kurz. Aber ist ja auch mal schön hier im Leben, ne? Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr halt Montag dabei seid, 17 Uhr wie immer. Sonst kommt natürlich wie immer Mittwoch und samstags ein Video um 17 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und...